schönen guten Abend aus Berlin. Ihnen zu Hause und herzlich willkommen hier im Studio. Ich freue mich, dass Sie alle da sind. Und natürlich vor allem herzlich willkommen, Friedrich Merz. Vielen Dank. Das waren beeindruckende Bilder am Wochenende von den Demonstrationen. Ich weiß nicht, ob Sie sie verfolgt haben. Nach Polizeiangaben gingen seit Freitag Hunderttausende in großen und auch in kleinen Städten auf die Straße, um gegen Rechtsextremismus und eine immer mehr erstarkende, jetzt sehen wir die Bilder, immer mehr erstarkende AfD zu protestieren. Köln 70.000 nach offiziellen Angaben und in Berlin heute waren es ungefähr 100.000. Herr Merz, teilen Sie die Ängste der Demonstranten? Ich finde, das ist ein äußerst ermutigendes Zeichen einer lebendigen Demokratie, dass sich in einer so großen Zahl Menschen auf die Straße begeben. Und Sie haben es gerade gesagt, sei konservativ, aber einfach für den Erhalt unserer Demokratie, unseres Rechtsstaates, unserer Freiheit jetzt wirklich demonstrieren. Und das finde ich toll. Ich bin kein ängstlicher Mensch, aber ich teile die Sorgen und ich finde es einfach ein sehr, sehr ermutigendes Zeichen. Aber mitgelaufen sind Sie heute nicht, oder? Nee, ich bin auf dem Weg nach Berlin gewesen. Ja, weil uns aufgefallen ist, dass sehr viele Sozialdemokraten und Grüne, der Bundeskanzler und die Außenministerin sind in Potsdam mitgelaufen und wenig aus der ersten Reihe der Christdemokraten. Unter Christian Wulff war in Hannover unterwegs. Ja, sehen Sie, und Markus Söder war in München dabei. Also wir machen das schon mit und das ist auch in Ordnung. Ist das für Sie ein Dilemma, dass Sie die AfD entschlossen bekämpfen, aber deren Wähler und potenzielle Wählerinnen und Wähler gewinnen wollen? Es ist für uns alle ein Dilemma, dass wir das Erstarken einer solchen Partei über die letzten, vor allen Dingen 2 Jahre so gesehen haben. Bei der Bundestagswahl war sie noch bei 10%, jetzt ist sie über 20. Das ist eine Herausforderung für alle in der Mitte unserer Gesellschaft, natürlich auch für uns, auch für mich. Und wir müssen alle etwas dagegen tun, dass das nicht noch weiter erstarkt. Aber wie gehen Sie mit diesem Dilemma um? Ist es nicht ein Problem, dass Sie den Wählerinnen und Wählern nicht das Gefühl geben können, ihr seid genauso schlimm wie der ein oder andere rechtsextremistische? Nein, jetzt kommt es ja darauf an, dass die politische Mitte unseres Landes zusammensteht und dass wir aus der politischen Mitte heraus auch konkrete Angebote machen, wie die Politik in diesem Lande aussehen soll. Hier macht sich ein großer Frust breit, hier macht sich Unbehagen breit. Das wird auch von der AfD zum Teil geschürt und wird versucht, auch politisch zu instrumentalisieren. Mhm. Und dagegen müssen wir etwas tun. Und wie gesagt, dieses Wochenende ist ermutigend. Aber ich will mal etwas sagen, Frau Miosga, die Tatsache, dass jetzt so viele auf der Straße sind, ist eine tolle Sache. Aber wenn jeder Zehnte von denen, der heute demonstriert hat, morgen in eine politische Partei eintritt, sei es die SPD, die FDP, die Grünen, die CDU, die CSU, dann ist mindestens genauso viel geholfen. Wir brauchen in den politischen Parteien mehr Engagement der Bürgerinnen und Bürger. Wir brauchen mehr Mitglieder. Wir brauchen auch mehr, die sich bereit erklären, für Kommunalparlamente, Landtag, Bundestag, Europaparlament zu kandidieren. Da liegt auch ein Teil der Schwäche unserer Demokratie. Heißt das Zusammenstehen in der Mitte? Oder was meinen Sie damit? Ja, das heißt Engagement in der Demokratie und in den etablierten Parteien unseres Landes, die so erfolgreich 7 Jahrzehnte dieses Land gestaltet haben. Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Hendrik Wüst nennt die AfD dezidiert und schon öfter eine Nazi-Partei. Würden Sie sich diese Wortwahl auch anhören? Ich habe das mir sehr genau angeschaut. Ich habe auch gelesen, was Joachim Gauck am Wochenende dazu noch einmal gesagt hat. Die FAZ hat in der letzten Woche einen Leitartikel geschrieben mit der Überschrift "In der Sackgasse der Nazi-Keule". Wir müssen jetzt ein bisschen aufpassen, dass wir das richtig bezeichnen. Natürlich gibt es da richtige Nationalsozialisten. Aber deswegen sind die Wählerinnen und Wähler dieser Partei nicht alles Nazis. Und wenn wir die zurückgewinnen wollen für die demokratischen Parteien unseres Landes, dann dürfen wir sie nicht beschimpfen. Da wird es sicherlich einige geben, die werden immer da bleiben. Aber da gibt es viele, die sind zurückzugewinnen. Und darum müssen wir uns bemühen. Das heißt, es ist nicht richtig, dass Herr Wüst Ich würde es nicht so verallgemeinernd sagen. Da sind sicherlich auch Mitglieder dabei, die keine Nazis sind und die trotzdem sich auf diesen Weg begeben haben. Die Gründungsgeschichte der AfD ist ja eine ganz andere. Diese Partei ist dann gekapert worden von solchen Leuten wie Höcke und Co. Und das sind nun wirklich Nationalsozialisten. Aber noch einmal, diese Nazi-Keule, die bringt uns nicht weiter, wenn wir das Problem lösen wollen. Mhm. Bei diesem Potsdamer Treffen, wegen dem ja auch viele Menschen jetzt auf die Straße gegangen sind, bei dem die Pläne bekannt wurden, nach denen Menschen in Deutschland mit Migrationsgeschichte massenhaft zwangsläufig ausgewiesen werden sollten.
Da waren auch Mitglieder aus der CDU dabei. Ein Mitglied. Und gegen das Mitglied, die Frau, läuft ein Parteiausschlussverfahren. Zwei Mitglieder der Werteunion, mhm, die sind eh raus durch die Parteigründung. Mhm. Und ein Mitglied aus der Mittelstandsunion, die ist ausgetreten. Sind Sie sicher, dass da nicht noch mehr kommt? Nein, das weiß ich nicht. Es waren irgendwo zwischen 25 und 35 Personen. Ich sage nur ganz klar, wer sich an so etwas beteiligt, hat in der CDU nichts zu suchen. Über die Abgrenzung zur AfD haben wir jetzt schon angetickt, werden wir nachher noch ein bisschen vertiefen sprechen, wollen Ihnen jetzt aber erst einmal dieses schöne Designstück präsentieren. Geht Ihnen schon Licht auf, Herr Merz? Na ja, gut, das ist eine Schreibtischlampe, so wie sie früher in den 50er und 60er Jahren in allen Amtsstuben auf den Schreibtischen stand. Ich kann mich daran erinnern, im Dienstzimmer meines Vaters stand so eine Lampe und die ist neu. Mhm. Aber eigentlich ist sie alt. Sie wissen nicht, wo sie herkommt. Nein. Wir haben hier gewissermaßen zwei Originale aus dem Hochsauerland, okay, am Tisch. Das ist die berühmte Kaiser-Idell-Leuchte. Okay. Aus der Stadt Arnsberg? Richtig, ja. Im Arnsberger Stadtteil Neheim lange, lange hergestellt wurde. Und da werden da bei Ihnen Heimatgefühle angeknipst? Naja, ich habe gerade gesagt, das ist eine Schreibtischlampe, die kenne ich vom Schreibtisch meines Vaters aus dem Amtsgericht in Brilon. Aber die Lampe ist nicht alt, die ist neu. Und was passiert dann so, wenn man sowas bekommt im Dunklen und Kalten und Berlin? Also ich brauche immer Lampen, die meinen Schreibtisch da, wo ich lese, gut ausleuchten und nicht die den Raum gut ausleuchten. Mit der Lampe könnte ich mir vorstellen zu arbeiten. Mhm. Sehr gut. Christian Lindner soll mal gesagt haben, das Hochsauerland ist so schwarz, dass man sogar tagsüber eine Lampe anknipsen muss. Gilt das, Herr Merz? Schwarze Lampe. Gilt das, Herr Merz, auch für Ihr neues CDU-Grundsatzprogramm? Also das Hochsauerland war schon mal schwärzer. Da müssen wir auch kämpfen. Aber wir haben versucht, das neue Programm der CDU auf die neuen Herausforderungen auszurichten. Wir haben uns aber auch auf unsere alten Grundsätze berufen. Wir verwenden auch das Wort konservativ wieder. Wir sind eine konservative, eine liberale und eine christlich-soziale Partei. Wir sind die deutschen Christdemokraten. So, und das haben wir versucht, mal aufzuschreiben. Können Sie das in drei Worten sagen, was konservativ für Sie bedeutet? Oder auch drei Sätze? Ja, drei Sätze. Also das Gute bewahren, für das Neue allzeit offen zu sein und den Fortschritt erklären. Gehört zu Ihrem Begriff von konservativ auch, wo Sie gerade Fortschritt sagen, dass künftig durch solche Lampen nur noch Atomstrom laufen sollen? Klingt eher ein bisschen retro als fortschrittlich. Ja, also für viele Länder auf der Welt ist das alles andere als retro. Ganz im Gegenteil, es hat ja jetzt auf der Konferenz in Dubai auch eine große Allianz gegeben von 25 Ländern, die sich zusammengeschlossen haben, viele Europäer dabei, die gesagt haben, wir müssen die Atomkraftwerke neu bauen. Wir haben einen ganz einfachen Satz aufgeschrieben, wir können gegenwärtig in Deutschland auf die Option Kernkraft nicht verzichten. Das heißt nicht, dass wir sie morgen bauen, aber wir wollen nicht abschließend ausschließen, dass wir neue bauen. Wir können sie auch gar nicht morgen bauen, weil es braucht ungefähr 10 Jahre, um ein neues Kernkraftwerk zu bauen. Vielleicht gehen wir auch eher auf die Kernfusion, aber wir gehen jedenfalls in moderne Technologien. Aber Kernfusion ist auch noch mitten in der Forschung. Dass Sie damit jetzt kommen, hilft uns ja in der derzeitigen Transformationsphase überhaupt nicht. Ist das nicht ist wahr. Ein bisschen sehr Schaufensterpolitik, in der Sie sagen wollen, wir wollen abschließen mit der Angela Merkel CDU? Ist das nicht so ideologisch, wie Sie es eigentlich den Grünen immer vorwerfen? Nein, den Namen bringen Sie jetzt ins Spiel. Der hat bei uns keine Rolle gespielt. Wir haben das Programm der CDU nicht nach rückwärts geschrieben, sondern nach vorn. Und wir haben uns an dem ausgerichtet, was wir, und daran habe ich mich beteiligt, aber das sind insgesamt 100 Repräsentanten der CDU gewesen, alle Präsidiumsmitglieder dabei, die über 2 Jahre dieses Programm erarbeitet haben. Ich habe an Teilen teilgenommen, längst nicht an allem. Und daraus ist ein rundes Programm geworden, mit dem wir versuchen, Antworten auf die Zukunft zu geben, nicht Abrechnung mit der Vergangenheit. Ich habe Ihnen gut zugehört, wie Sie definiert haben, was konservativ ist. Und ich würde Ihnen gerne einen Satz zitieren als Angela Merkel. Hier in diesem Studio, sogar bei Anne Will, 2009 war das, saß, da hat sie Folgendes gesagt. Mal bin ich liberal, mal bin ich konservativ, mal bin ich christlich-sozial. Das macht die CDU aus. Eigentlich haben Sie gesagt, es ist immer noch so, oder? Kein Widerspruch zu diesem Satz. Ich würde nicht sagen, mal so, mal so, mal so. Ich fühle mich persönlich allen drei Wurzeln der CDU verbunden. Ich bin in gesellschaftspolitischen Fragen eher konservativ. Ich bin in wirtschaftspolitischen Fragen sehr liberal. Und ich bin auch in sozialpolitischen Fragen christlich-sozial. Nur weil uns jetzt so aufgefallen ist, dass Sie in Heidelberg das konservativ so sehr betont haben und auch gesagt haben, und wir haben auch keine Hemmungen mehr, das auszuführen. Ja, ich habe gesagt, wir sind auch eine konservative Partei, aber nicht allein. Mhm. Und wir sind nicht die deutschen Konservativen, wir sind die deutschen Christdemokraten. Aber warum gibt es denn Hemmungen, das auszuführen? Na gut, weil das in den letzten Jahren teilweise richtig tabuisiert worden ist. Und deswegen ist das, was Angela Merkel hier gesagt hat, richtig.
Und wird bei mir nicht falsch. Wer hat denn das tabuisiert? Naja, also es ist doch vielfach auch die deutschen Konservativen. Ich kann mich an Gerhard Schröder erinnern, der uns dann auch in diese Ecke versucht hat zu manövrieren. Wir haben ein bisschen offen darüber diskutiert, haben gesagt, ist das ein Teil unserer Herkunft, unseres Programms? Und unsere Antwort war ja, und zwar einstimmig. Glauben Sie denn, dass Angela Merkel dieses Grundsatzprogramm auch unterschreiben würde? Ich hoffe es. Mhm. Wenn man so ein bisschen sich in Ihrer Partei umhört, dann hört man immer wieder diesen Wunsch nach einer Aussöhnung zwischen Friedrich Merz und Angela Merkel. Und jetzt müssen wir für die jüngeren Zuschauer erklären, was los war. Ja. Das war 2002, als Angela Merkel Ihnen gleichsam den Fraktionsvorsitz entriss. Da waren Sie auf dem Höhepunkt Ihrer politischen Karriere und die ging damit jäh zu Ende, weil Sie dann ausgestiegen sind. Wie ist denn heute Ihr Verhältnis zu Angela Merkel? Angela Merkel hat sich sehr zurückgezogen. Sie hat ja auch mit ihrem Buch jetzt eine intensive Arbeit geleistet. Ich habe sie mehrfach eingeladen. Sie hat viele Veranstaltungen, viele Begegnungen einfach auch aus Zeitgründen abgesagt. Die Tür im Adenauerhaus ist jederzeit offen. Und wenn Sie sie mal erreichen, wie ist dann Ihr Verhältnis? Gut. Wir reden vernünftig miteinander. Das sind vergangene Geschichten, die sind über 20 Jahre her. Da ist ein Haken dran. Sie hat ihren den Ehrenvorsitz abgelehnt. Sie hat die CDU-nahe Konrad-Adenauer-Stiftung verlassen. Und nun hören wir, dass Ihr Generalsekretär Carsten Linnemann die Aufgabe haben soll, einen Festakt zum 70. Geburtstag der Kanzlerin AD im Konrad-Adenauer-Haus auszurichten. Warum ist Ihnen das wichtig? Das ist ein Angebot an Angela Merkel, wenn sie das möchte. Sie hat noch nicht Ja gesagt. Sie wird im Juli 70. Mhm. Und wenn sie möchte, feiern wir den Geburtstag. Wir feiern gerne runde Geburtstage. Mhm. Schön, dass Sie das jetzt so sagen. Aber die Frage, die dahinter steht, ist ja, dass Sie Wahlen in der Mitte gewinnen müssen. Das heißt, Sie brauchen natürlich auch das Merkel-Lager. Werden Sie sie auch um Wahlkampfhilfe bitten? Also Angela Merkel hat sich, und ich finde das auch richtig, nach ihrer aktiven Zeit aus der Politik, auch aus der Öffentlichkeit weit zurückgezogen. Mhm. Wir gehen mit den Kandidaten für die Parlamente und für die Regierungsämter in den Wahlkampf. Wenn sie möchte, ist sie selbstverständlich eingeladen, sich daran zu beteiligen. Meine Vermutung ist, sie will es nicht. Und ich habe dafür auch Verständnis. Wenn sie es will, die Türen sind offen. Mhm. Ihre Biografen Jutta Falke-Ischinger und Daniel Goffert behaupten, sie hätten sich im Vergleich zu Angela Merkel immer für den Besseren gehalten und hätten auch immer, und das ist jetzt sehr bemerkenswert, auf eine Rückkehr in die Politik und in eine Spitzenposition gewartet. Sie zitieren einen Weggefährten, Sie kennen den Satz, wie Sie jetzt schon lachen. Friedrich schlief nachts bei offenem Fenster, um den Ruf nicht zu verpassen. Schöner Satz. Unter allen Umständen wieder zurück in die Politik. An dem Satz stimmt nur eins, nämlich, dass ich in der Tat nachts bei offenem Fenster schlafe. Aber ich kann nicht bei geschlossenem Fenster schlafen. Ja. Aber meine Lebensplanung war eine andere. Und ich hatte mir eigentlich nach meinem Ausscheiden aus dem Deutschen Bundestag 2009 wirklich nicht vorstellen können, nochmal in die Politik zurückzukehren. Das ist eine Abfolge von Zufällen gewesen, auch eine Folge von Bitten aus der Partei heraus. Ich habe es mir nicht vorstellen können, und Frau Mioska, das, was ich hier heute mache, ist in der gesamten deutschen Parteiengeschichte so noch nie vorgekommen, dass jemand aus politischen Spitzenämtern ausgeschieden ist, in die Privatwirtschaft zurückgewechselt ist und nach 12 Jahren zurück in politische Spitzenämter kommt. Das kennen wir in Deutschland nicht. Das kennen wir vielleicht in Amerika, aber in Deutschland kennen wir das nicht. Mein Plan war das nicht. Und dann auch noch Kanzlerkandidat werden können. Das sagen Sie jetzt. Sie werden es doch eh, Sie können es doch zugeben. Das werden wir im Spätsommer des Jahres 2024 entscheiden. Ja, ich darf ja auch mal Sätze wiederholen, die Sie schon kennen. Ich mache mir so eine kleine Kasse, wo man immer okay, so 5 Euro reinwerfen muss, wenn man Sätze wiederholt, die man schon 200 Mal gesagt hat. Dann, die Frage ist, möchten Sie denn? Nochmal, wir entscheiden das im Spätsommer 2024. Kanzler muss man ja unbedingt wollen. Ne? Ich erinnere mich an Schröder, der am Zaun gerüttelt hat. Ja. Und Sie haben ja schon gezeigt, dass Sie gewollt haben. Sie sind 3-mal haben Sie kandidiert für den Vorsitz, haben die Demütigung in Kauf genommen. Und dann haben Sie es geschafft. Jetzt geben Sie Ihrer Partei ein neues Programm und dann sagen Sie, ach nö, ich will doch also gar nicht Kanzlerkandidat werden. Meine Mission, Frau Mioska, war zunächst einmal die Partei zusammenzuhalten. Das war nun keineswegs sicher nach dieser desaströsen Wahlniederlage 2021. Meine wichtigste Aufgabe war, die Partei, die Bundestagsfraktion oppositionsfähig zu machen. 4 von 5 meiner Kollegen hatten keine Oppositionserfahrung. Zweiter Teil der Aufgabe war, die Partei neu aufzustellen. Das sind wir dabei. Die Phase wird im Mai abgeschlossen sein. Und dann gehen wir in die Bundestagswahl. Und ich halte mich an den Zeitplan. Aber warum klären Sie diese wichtige Frage nicht schon jetzt? Es ist ja nicht wirklich kalkulierbar, wie die wichtigen Wahlen, Europawahl und drei wichtige
wichtige Wahlen im Ostdeutschland ausgehen? Es gibt eine alte Erfahrung, die lautet, ein Jahr vor der Bundestagswahl müssen solche Fragen geklärt werden. Wir wissen heute noch nicht, nach welchem Wahlrecht wir wählen. Wir wissen nicht, wie die Europawahlen, die Landtagswahlen ausgehen. Wir haben Kommunalwahlen, wir haben noch so viele Aufgaben. Und die dürfen nicht überlagert werden mit einer Personaldebatte. So, und das wollen wir nicht. Und das machen wir auch nicht. Haben Sie den Modus geklärt, damit nicht wieder so ein Chaos entsteht? Und ja, das gibt zwischen Markus Söder und mir eine klare Verabredung. Und Markus Söder, wir beide wissen, das geht nicht gut, wenn wir es wiederholen wie 2021. Aber wie ist denn der Modus? Der Modus ist, dass wir beide einen Vorschlag machen. Okay, das heißt, Sie einigen sich wie hier an einem Tisch. Und dann wir beide sprechen darüber und dann werden wir die Ministerpräsidenten wollen aber auch natürlich noch ein Wörtchen mitreden. Es gibt in Deutschland 16 Ministerpräsidenten, davon reden sicherlich nicht alle mit. Mhm. Wir haben Landesvorsitzende der CDU, die werden selbstverständlich einbezogen. Und dann haben wir Gremien, ein Parteipräsidium der CDU, der CSU, Vorstände der CDU und der CSU. Und da werden wir es besprechen. Mhm. Ich versuche es noch einmal. Ja. Noch einmal. Versuchen Sie es, bleibt erfolglos. Ein Mitglied des sagenumwobenen Andenpaktes, auch für die, die das nicht kennen, eine Verbindung von vor allem westdeutschen Männern aus der CDU, der sie auch angehören, hat mir erzählt, dass ihr Freund Wolfgang Schäuble, für den morgen ein großer Trauerstaatsakt ausgerichtet wird im Deutschen Bundestag, dass ihr Freund Wolfgang Schäuble gesagt habe, sie müssten vollenden, was ihm versagt blieb. Und er meinte damit die Kanzlerschaft. Ich habe mit Wolfgang Schäuble eine wirklich über 30 Jahre enge Freundschaft gehabt. Wir haben auch über solche Fragen häufig gesprochen miteinander. Und ja, auch dieses Thema gehörte dazu. Können Sie ihm den Gefallen noch tun? Ja, das gebe ich Ihnen im Spätsommer 2024 zur Antwort. Okay, dann schauen wir mal, was gegen Sie spricht. Das dürfen wir besprechen, weil Sie ganz freimütig selber darüber reden. Nach einem jüngsten Politbarometer, ich glaube vom 12. Januar, genau, halten 61% der Menschen in Deutschland Sie noch für ungeeignet, 31% immerhin jetzt für geeignet, das war auch schon mal schlechter. Sie würden, wenn Sie Kanzler würden, nicht mehr 48 sein wie Hendrik Wüst, sondern 70. Jetzt kann man auch sagen, das ist gegen Joe Biden blutjung. Ja, und gegen Trump ohnehin. Ja, also das ist eine Frage, mit der ich mich natürlich beschäftige. Und die Frage, welche Wählerschichten ich erreichen kann, welches Alter ich dann habe, ob ich dann auch eine längere Zeit durchhalte. Das sind Fragen, die ich mir selber stellen muss und damit gehe ich verantwortlich um. Und deswegen habe ich diese Fragen auch gestellt und auch öffentlich gemacht. Das haben Sie vor Weihnachten gemacht und dann haben Sie gesagt, Sie werden ein bisschen in Klausur gehen und werden auch mit Ihrer Familie beraten. Jetzt ist aber Weihnachten zu Ende. Was hat denn die Klausur ergeben? Wir haben über Weihnachten gar nicht darüber gesprochen, denn am zweiten Weihnachtstag abends hat uns die Nachricht erreicht, dass Wolfgang Schäuble gestorben ist. Und das hat mich ehrlich gesagt beschäftigt und zwar ziemlich intensiv. Mhm. Das glaube ich gerne. Sie haben den zweiten Grund schon angesprochen, den Sie selber reflektieren, ob es sinnvoll ist, Kanzlerkandidat zu werden, das sind die Wählerschichten. Und Sie meinen, glaube ich, damit die Frauen. Warum denken Sie, kommen Sie bei Frauen nicht so gut an? Das ist eine These, die so in dieser Allgemeinheit gar nicht stimmt. Ich muss ja für uns alle die Frage stellen, wo positioniert sich die CDU? Welche Wählerschichten können wir erreichen? Wir liegen jetzt bei 30% stabil. Wir werden wahrscheinlich in dieser Woche Umfragen kriegen, die uns deutlich darüber sehen. Trotz der Konkurrenz, die wir immer mehr bekommen, das ist eine gute Nachricht. Trotzdem bleibt die Frage, wer ist für uns das beste Angebot, mit dem wir dann in die Bundestagswahl 2025 gehen? Und mit der Frage gehe ich sehr gewissenhaft um. Letzter Punkt. Sollte bei Ihnen jemand Führung bestellen? Sieht das anders aus als bei dem gegenwärtigen Bundeskanzler, von dem dieses Zitat stammt? Auf welche Führungserfahrung greifen Sie dann zurück? Sehen Sie, ich habe eine Bundestagsfraktion und eine Partei zu führen, als Oppositionsführer, die sehr, sehr anspruchsvoll sind. Und ich sage das mal mit etwas Selbstbewusstsein. In der Partei hat es länger gedauert als in der Bundestagsfraktion. Aber diese Bundestagsfraktion aus 197 Abgeordneten zusammenzubringen, zusammenzuhalten, zu ermöglichen, dass wir uns in wesentlichen Fragen der Politik auch neu aufstellen. Ich nenne mal nur das Thema Migration und Flüchtlinge, was wir im April letzten Jahres einstimmig beschlossen haben.
Das können Sie nicht mit Autorität von oben. Das heißt, Sie müssen viele Menschen mitnehmen. Sie müssen Überzeugungsarbeit leisten und Sie müssen einen Teamgeist entwickeln. Mhm. Und ich habe ein sehr nettes Kompliment bekommen, kurz vor Weihnachten. Mir hat ein Kollege aus dem geschäftsführenden Fraktionsvorstand gesagt, der schon lange dabei ist, eine so gute Atmosphäre hatten wir hier im geschäftsführenden Fraktionsvorstand dieser Bundestagsfraktion seit Jahren nicht. So, und ich glaube, das ist eine meiner Stärken. Ich kann ein Team motivieren und führen. Und ich glaube, das gehört zur Politik dazu. Ich bringe Erfahrung aus der Privatwirtschaft mit. Vielleicht gehört das auch ein bisschen dazu. Aber ich traue mir schon zu, ein Team gut zu führen. Und nur im Team können Sie führen. Es war hier schon fast eine Zusage, dass Sie Kanzlerkandidat werden. Sie versuchen es jetzt zum vierten Mal. Spätsommer 2024. Okay, dann treffen wir uns hier wieder und sprechen jetzt inhaltlich. Ihr größtes Problem oder ein großes Problem, das nicht nur Sie haben dürften, aber auch Sie, wir haben es zu Beginn schon gestreift, die AfD und die Abgrenzung zu ihr, auch gerade von der CDU und gerade in den Ländern, in denen im September gewählt wird und in denen die AfD in den Umfragen deutlich vorne liegt und in denen es für CDU-Mitglieder in den Gemeinden gar nicht so leicht ist, die Grenzen so zu ziehen, wie man das in Berlin gerne hätte. Was sagen die Leute, die zuletzt Wahlkampf machten für die Landratswahlen vergangenen Sonntag im Saale-Orla-Kreis im südöstlichen Thüringen? Das wollten wir wissen und sind dahin gefahren.